Gebetskette. Eine Gebetskette kann eine gute Hilfe sein für ein Gebet, für die Wiederholung eines Mantras, wie auch für die Meditation. Eine Gebetskette hat typischerweise eine gewisse Anzahl von Perlen. In Indien bekannt ist ja die Japa-Mala mit ihren 108 Perlen, die manchmal auch auf 54 oder 27 reduziert werden kann. Und so nimmt man die Perlen, um jeweils ein Mantra zu wiederholen. Man könnte dort auch ein Gebet sprechen, zum Beispiel im Christentum gibt es das Rosenkranzgebet, wo eine Perlenkette verwendet wird, eine Gebetskette, eben ein Rosenkranz verwendet wird, um damit sich an die Gebete zu erinnern, die Abfolge der Gebete zu erinnern, dass man das lang genug machen kann. Eine Gebetskette kann helfen, dass der Geist bei der Sache bleibt, dass er nicht zu sehr abwandert und dass du nicht eine halbe Stunde sitzt und nur planst. Durch eine Gebetskette wirst du daran erinnert, dass du das Gebet wieder und wieder sprichst. Und wenn du eine Gebetskette verwendest oder eine Japa-Mala, einen Rosenkranz, dann wird diese auch aufgeladen mit spiritueller Kraft. Und wann immer du dann die Gebetskette in die Hand nimmst, spürst du das Pulsieren dieser spirituellen Kraft und das hilft dir dann, konzentrierter zu sein für die Meditation. Manche halten die Gebetskette auf dem Altar, wenn sie sie nicht gebrauchen. Manche setzen sie an eine schöne Hülle, eine schöne kleine Tasche und andere lassen die Gebetskette am Körper. Manche stellen sich vor, wenn sie die Gebetskette am Körper halten, dann ist diese spirituelle Kraft auch am Tag weiter aktiv. Kannst überlegen, was für dich am stimmigsten ist. Wenn du mehr wissen willst, wie man Gebetskette im Yoga verwendet, dann geh auf unsere Internetseite www.yoga-vidya.de. Dort findest du ein Suchfeld, dort kannst du eingeben Japa Mala, J-A-P-A, neues Wort, Mala, M-A-L-A. Dort findest du sehr viel mehr Informationen darüber, auch über die verschiedenen Materialien für die Gebetsketten von Sandelholz, Kristall, Tulsi, Rosenholz und so weiter, wofür man was verwenden kann. Da gibt es noch viel mehr zu wissen.